absurd, dass den Menschen verboten werden soll, mit Gas zu heizen, während die Regierung gleichzeitig 50 Gaskraftwerke bauen will, wo man dann mit dreckigem Fracking-Gas den Strom erzeugen will, mit dem die Menschen zukünftig heizen sollen. Was für ein Aberwitz! Und als ich Ihnen im April vorgerechnet habe, dass dieser Heizungshammer die Menschen 2.000 Milliarden Euro kosten würde, haben Sie mich hier im Deutschen Bundestag ungläubig angeschaut und mit dem Kopf geschüttelt. Und jetzt haben ganz offensichtlich Sie ja selbst von der FDP mal nachgerechnet und kommen sogar auf 2.500 Milliarden Euro, also 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Und Wissenschaftler bestätigen, dass es damit noch nicht einmal zu einer CO2-Einsparung kommt. Ja, der Schwachsinn wurde doch von Ihren FDP-Kollegen bestätigt. Die haben doch nachgerechnet.